Maria, räum mal die Scheiße hier weg, bitte. Maria. Was denn? Ich möchte, dass du hier aufräumst, Karl. Mama möchte, dass du hier aufräumst. Ja. Ja, später, ja? Oh. Mach das später. Ey, später? Meinst du, ich hätte ja später sagen können, als die Wehen losgingen, du raus wolltest? Nee. Mama, so langsam solltest du das mit meiner Geburt mal verkraftet haben, oder? Andere Mütter können sich nur noch an Glück erinnern. Andere Mütter reden einen Haufen Scheiße, weil sie das in Glücksbüchern lesen. Jetzt räum auf. Kann ich morgen Abend vielleicht ein bisschen länger raus? Die anderen dürfen bis 2. Meinetwegen. Auf gar keinen Fall. Ich habe mich nach deiner Geburt nicht mit 30 Stichen wieder zusammenflicken lassen, damit meine Tochter, 16-jährig, nachts verloren geht. Vergiss es. So, Fräulein, Platz machen. Mama, ich bin gerade hier drin. Ja, du bist jung und schön. Ich bin nicht mehr jung. Wer braucht die längere Badezeit? Einmal nachdenken. Das ist so unfair. Weißt du, was unfair ist? Die zwei hier waren ganz prall, bevor du sie leer gesoffen hast. Das ist unfair. Jetzt mach dich vom Acker hier beginnen aufwendige Restaurierungsarbeit. Hab ich gesehen. Was machst du? Ich bewundere unsere Tochter. Was aus dem süßen kleinen Fratz geworden ist? Ja, die ist süß. Wahnsinn. Das haben wir toll hingekriegt. Mhm. Ich weiß noch genau, wie du 14 Stunden in den Wehen gelegen hast. Dann kam dieser Dammriss, diese Schmerzen, überall alles voller Bluten. Du konntest ja zum Schluss nur noch den Arzt anflehen, dass er dich K.O. haut. Oh, Hase. Ja. Du weißt doch, wie dankbar ich dir bin. So richtig weiß ich's nicht, nee. Wie sollt ihr das noch beweisen? Geschenke, Karl. Geschenke. Hey, ihr spielt Malefiz. Müsst ihr mir Bescheid sagen. Liebe Malefiz. Ja, das wissen wir. Du steigerst dich da mal so rein. Du nimmst alles so persönlich. Ach so, persönlich. Könnt ihr mir vielleicht mal sagen, wie ich das nicht persönlich nehmen soll, wenn meine eigene Familie mich vom Malefiz ausschließt? Ich hab euch schließlich erst zusammengebracht. Du bist dran. Mama, was machst du denn hier? Habe ich 31 Stunden in den Wehen gelegen, damit du deine Tochter und deinen Mann schikanierst? Ich denke nicht. Und jetzt trag bitte meinen Koffer rein. Gerne.